Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben bereits vor einem Jahr, Kollege Wieser hat darauf hingewiesen, in diesem Haus über den Gesetzentwurf debattiert. Auch wenn dies lange her ist, hat sich in der Zwischenzeit an unserer Auffassung zu dem Gesetzentwurf nichts geändert. Das hat auch nicht die öffentliche Anhörung getan. Die hat keinerlei neue Erkenntnisse gebracht, die uns zu einer Zustimmung dieses Gesetzentwurfs bringen könnten. Die Union-Fraktion wird diesen Gesetzentwurf weiterhin ablehnen. Wir sperren uns nicht gegen Verbesserungen für Rechte für Verbraucherinnen und Verbraucher. Im Gegenteil, wir haben gerade vor zwei Wochen im Kapitalanlagenmusterverfahrensgesetz Veränderungen beigeführt, denen die Grünen übrigens nicht zugestimmt haben. Dass dieser Entwurf aber gerade nicht verbraucherfreundlich ist, werde ich später noch mal bei den Einzelheiten darlegen, wenn man über handwerkliche Fehler spricht, die wir ja auch noch diskutieren werden. Es geht aber auch und vor allen Dingen um die Erforderlichkeit und die Verhältnismäßigkeit. Und die hakt schon an der Erforderlichkeit. Wir haben in unserem Rechtssystem, wir haben in erster Lesung darüber nachgedacht und bereits viel darüber gesprochen, jetzt viele effiziente, kostengünstige Instrumente für kollektive und individuelle Rechtsschutzmöglichkeiten. Darauf sind auch viele Sachverständige in der Anhörung explizit darauf eingegangen. Neben den üblichen Individualklagewegen gibt es auch mehrere ähnlich geartete Möglichkeiten im kollektiven Rechtsschutz. Wir haben in den vergangenen Jahren diverse Sammelklagen gegen Energieversorger, gegen Banken und Versicherungen erfolgreich und auf den jetzt bereits bestehenden kollektiven Rechtsschutzmöglichkeiten geführt. Verbände können nach dem Unterlassungsklagegesetz oder nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb bereits heute Sammelklagen erheben. Wir haben in der ZPO heute bereits die Streitgenossenschaft und die Prozessverbindung nach 147 ZPO und das bereits erwähnte Kapitalanlagenmusterverfahrensgesetz und haben bereits damit einen relativ weiten und breiten Spielraum am kollektiven Rechtsschutz. Die zweite Frage ist die nach der Verhältnismäßigkeit des Entwurfs. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollen den bestmöglichen Rechtsschutz in Deutschland erhalten. Unabhängig davon muss man sich trotzdem immer wieder fragen, ob diese Aufkopfstellung der ZPO, der 130-jährigen ZPO, notwendig und verhältnismäßig ist. Wir wollen hier zwei Dinge mal nennen. Auch wenn immer wieder betont wird, wir haben gerade darüber gesprochen, hier will keine amerikanische Verhältnisse, soll man doch die Vergleiche immer mal wieder anstellen. Weit mehr als 90% der Sammelklagen in den USA in einem Vergleich. Wieso ist das so? Weil es meistens um für die Bürgerinnen und Bürger existenzielle Rechtsfragen geht, bei denen durch die Medien ein enormer Druck aufgebaut wird, der die Firmen dazu zwingt, in einen Vergleich zu gehen, selbst wenn sie auf beklagten Seite nicht in Verlustigkeit stehen würden. Öffentlicher Druck darf doch auch gerade in Deutschland nicht dazu führen, dass auf die Grundsätze der rechtsstaatlich entsprechendes Gerichtsverfahren Einfluss genommen wird. Gerade für mittlere und größere Unternehmen, die in vielen Fällen Beklagte sein dürften, würde ein Auswuchs an Sammelklagen eine erhebliche und unangemessene Belastung darstellen. Diese Überzeugung sind wir weiterhin. Für die Wahrung des öffentlichen Interesses im Einzelfall haben sowohl Aufsichtsbehörden als auch die Verbraucherverbände schon jetzt die Möglichkeit, vorbeugenden Rechtsschutz für die Betroffenen in Anspruch zu nehmen. Der zweite Punkt, es ist kurz darüber gesprochen worden, ist auch die Missbrauchsanfälligkeit von Sammelklagen. Es ist durchaus zuzugestehen, das haben wir auch schon in der ersten Lesung gesagt, dass Sie sich bemüht haben, diesen Risiken Rechnung zu tragen. Gelungen ist Ihnen dies aber nicht. Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass gerade diesem Instrument, das Sie uns hier heute vorlegen, die Gefahr des Missbrauchs immanent ist. Und meine Damen und Herren, gehen wir dann durch noch ruhig weg aus den USA und gehen dann mal nach Europa. Ist ja schon drüber gesprochen worden. Gehen wir nach Schweden. In Schweden ist zum Beispiel explizit das Erfolgshonorar in Verbindung mit der Gruppenklage vorgesehen. Wir haben bereits im letzten Jahr davor gewarnt, dass diese Sammelklageindustrie dadurch entsteht. Kollege Wieser hat auch darauf hingewiesen. Der Grundsatz des Loser-Pays-Prinzip darf ja nun gerade nicht dadurch unterlaufen werden, dass durch die Vereinbarung von Erfolgshonoraren ein Kläger vollkommen risikolos klagen kann. Gerade bei Kollektivklagen bieten diese Erfolgshonorare Anreize für Rechtsanwälte. Und vergessen wir dabei nicht, dass wir seit 2008 auch im deutschen RVG in § 4a die Möglichkeit von Erfolgshonoraren impliziert haben. Viele Rechtsanwälte verfolgen in ihrer Arbeit ein eigenes wirtschaftliches Interesse. Das ist vollkommen in Ordnung. Davon leben sie. Das ist ein redlich arbeitender Anwalt, hat natürlich auch die feste Absicht, das Beste für seinen Mandanten rauszuholen. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Bei einer Sammelklage mit möglichst vielen Teilnehmern kam aber auch nach dem Entwurf der Grünen ein Anwalt deutlich mehr verdienen, als wenn er einen Einzelnen vertritt. In der Begründung, ich weise noch mal darauf hin, im Gesetzentwurf heißt es wörtlich,
Damit erweist sich das Gruppenverfahren aus Sicht der Klägeranwältin oder des Klägeranwalts vor allem für solche Fälle als attraktiv, in denen eine große Anzahl von Betroffenen als Mandanten bereits vorhanden sind oder zumindest in Betracht kommen. Das ist doch geradezu die Aufforderung zum Rechtsstreit, um möglichst viele hinter seine Position zu bringen. Das kann nicht im Interesse eines effektiven Rechtsschutzes liegen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was für uns vor allem sehr wichtig ist und auch in der Anhörung von fast allen Sachverständigen deutlich gemacht wurde, sind die massiven verfassungsrechtlichen Bedenken, die diesem Gesetzentwurf innewohnen. In Artikel 103 haben wir das Recht auf rechtliches Gehör. Und dies wäre durch den Kern der allumfassenden Sammelklage explizit und deutlich betroffen. Jedes einzelne Individuum, das seine Rechte geltend machen will, hat erst Anspruch auf rechtliches Gehör. Diesem Grundsatz würde die Einführung einer Sammelklage in keinster Weise gerecht. Da haben mehrere Sachverständige darauf hingewiesen. Der Teilnehmer würde sich einer Gruppe anschließen, die durch einen Gruppenführer vor Gericht vertreten wird. Zwar kann er bei Schlechtleistung ausgewechselt werden, das ist allerdings enorm schwierig. Das verhindert jedoch nicht, dass der Betroffene vor Gericht nicht mehr gehört wird. Und es ist weiterhin nicht auszuschließen, dass der Einzelne trotz gleichgelagerten Ansprüchen etwas zum Verfahren beizutragen hat. Umso größer die Gruppe, umso geringer die Möglichkeit der Einflussnahme für den Einzelnen. Dies ist ein klarer Verstoß gegen Artikel 103 und mit uns so auch nicht zu machen. Abgesehen von diesen generellen Zweifeln, lasse ich mich noch einige Beispiele nennen, weshalb die Regelung auch handwerklich ungeeignet ist. Los geht schon in Ihnen geplanten 606 ZBO zur Zulässigkeit. Dort ist weder geregelt, wie groß die Gruppe ist, noch welche Verfahren in Frage kommen und welche tatsächlichen Ansprüche es sich handelt. In Anbetracht, ich habe schon darauf hingewiesen, dass wir die ZPO vom Kopf auf die Füße stellen wollen, ist das ein völlig unbrauchbarer Ansatz in diesem Zeitpunkt. Ich zitiere weiter aus 619 Absatz 2 Ihres geplanten Entwurfs. Die Stellung als Gruppenkläger begründet kein Schuldverhältnis gegenüber den Teilnehmern des Gruppenverfahrens. Die Konsequenz daraus ist, dass er machen kann, was er will, um salopp zu sagen. Er kann bestenfalls bei Schlechtleistung ausgewechselt werden. Bis dahin ist das Kind aber im Regelfall in den Brunnen gefallen. Verhandelt er schlecht, sind alle Teilnehmer daran gebunden. Das persönliche Schicksal des eigenen Anspruchs liegt einzig und allein in den Händen des einen Klägers. Das kann am Ende des Tages auch nicht der Wahrheit letzter Schluss sein. Das ist vollkommen richtig. Lesen Sie den eigenen Entwurf. Nicht zuletzt führt der 615 in Ihrem Gesetzentwurf auch noch zu einer deutlichen Kostenbelastung für die Verbraucherinnen und Verbraucher, weil Sie den Anwaltszwang zur Anmeldung einführen für Streu- und Bagatellschäden. Eigentlich unglaublich in so einem Entwurf. Das Ziel des Gesetzes, Hemmung vor Klagen abzubauen und kostengünstiger zu werden, ist somit klar verfehlt. Wir haben die angekündigte Prüfung der Bundesregierung zur Kenntnis genommen und warten ab, was an Eckpunkten und dann möglicherweise Entwürfen kommt. Und werden sehr genau prüfen als Union, ob überhaupt über das Instrumentarium hinaus, was uns zurzeit zur Verfügung steht, Verbesserungsmöglichkeiten notwendig sind. Und werden darüber dann mit dem Koalitionspartner in gemessenen Form sprechen. Aber das, was die Grünen heute vorschlagen, geht deutlich zu weit und am Ziel vorbei. Deswegen werden wir den Gesetzentwurf ablehnen. Vielen Dank. Als nächster Redner erteilt das Wort der Abgeordnete Renate Künast, Bündnis 90 Die Grünen.